der Turm, die Scheibe. Das ist Standard. Wir fahren in die Richtung. 4.4.2023. Es ist 9.23 Uhr. Wir starten bei 4 Grad plus von unserem Stellplatz und fahren Richtung Annecy. Also wir fahren jetzt in die Alpen hinein und fahren in den Ort. Das soll angeblich das Venedig der Alpen sein. Hier Wohnungsbauprogramm in Frankreich. Hier wird gebaut ohne Ende. Bauen sie auch architektonisch sehr schön. Ne? Verschiedene Sachen hier. Balkons rausgebaut, oben ein bisschen schräge, gerade. Große Fenster, kleine Fenster. Also gefällt mir sehr, sehr gut wieder. Schon jetzt fertig. Guck mal, wie das aussieht, das Graue. Siehst du das? Sehr schön. Hä? Haben die Blumen da mal gleich mit hingestellt? Sieht gleich aus. Scheinbahnstraße, scheiße. Lass das Stück hier raus. Nee, mach schnell. Wir können mit Blumen schnell. Das geht durch. Annecy! Hier ist es, jetzt geht's los. Oben rechts. Hier steht's. Annecy. Genau. Jetzt sind wir angekommen. Das ist es, das angebliche Venedig der Alpen. Ich sehe ja noch kein Wasser. Aber gut, was nicht ist, kann er werden. 4 Grad. Winterliche Verhältnisse. Ah, das Wasser. Zweite Ausfahrt. Hier rein, wo das Schild ist. Alles voll. Was? Alles voll. Was ist schon frei? Ja, aber es ist ja viel schwul. Jetzt habe ich mich schon gesucht. Vorne ist der. Jene ist frei. Vielleicht hier vorne, vielleicht bin ich zu mir. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Der Eins ist bloß noch frei. Der wird sich reinstellen. Ja. Na klar. Ja, ehrlich. Wir gucken uns hier an, aber ob wir hier bleiben, wissen wir auch noch nicht. Das Auto haben wir jetzt verschlossen. Es sieht ziemlich dreckig aus, das müssen wir wieder mal waschen. Und jetzt geht's auf nach Annecy. Ja, von da oben über die Straße, dann gelangt man über eine kleine Wiese und hier zum See. Und jetzt suchen wir das kleine Venedig, das ist eher das kleine Grönland hier. Eiskalt, es sind 3 Grad draußen. Es könnte ruhig 10 Grad wärmer sein. Die Lage ist traumhaft. Also wenn die Sonne jetzt noch rausgehen, wäre es ganz schön. Wird es bestimmt viel wärmer werden. Ich fülle mal den See hier ab. Hier ist die Bootsanlegestelle. Und die Altstadt wird sich da vorne irgendwo verbergen. Wenn es wärmer ist, kann man hier die ganzen Boote ausleihen und dann den See mit dem Boot erkunden. Siehst du die Sonne? Ja, ich sehe die Sonne. Oh. Mich beim Hochschwenken. Ja, auch Zagkraft. Da hast du sehr viel positive Energie heute in dir, wenn du die Sonne da oben siehst, mit. Jo, hier sieht man schon wieder ein paar Busse stehen. Das bedeutet, wir sind in der Nähe der Sehenswürdigkeit angekommen. Hier vorne ist die alte Burg. Hier gehen wir mal hin und gehen mal rein in den Kanal. Geht führt mich. Hier vorne stehen sie, die Schiffe. Und da geht bestimmt mit der Kanal hinter. Und dann laufen wir mal hinter, ne? Schauen wir uns mal an. Die Boote warten hier auf ihre Passagiere. Die französische Flagge im Hintergrund. Also, wir sind noch in Frankreich. Der Schwan hier, der zeigt uns, wo es zum See geht. Das geht hier vorne raus. Und zur Stadt geht es hier vor. Hier vorne geht der Kanal rein. Hier sieht man es, der Frühling kommt mit aller Gewalt, obwohl noch die Temperaturen noch relativ kalt sind. Bin ich im Eisladen gelandet. Guckt mal die Eisauslage an hier. Also hier in den Laden, da gibt es 74 verschiedene Eissorten.
Also werden wir hier jetzt gerne mal reinschauen und ein Eis essen. Heute ist es mir bloß zu kalt. Same Gebiet ist hier. 74 Sorten Eis hat er hier drin. Ich habe sie mal gezählt. Haben sie alles sehr liebevoll gemacht hier. Am Brückengeländer die Frühlingsblüher. Und dann hinten gehen die Kanäle hier rein. Sieht ein bisschen aus wie Venedig, das stimmt, aber ich habe das Gefühl, das ist besser erhalten hier. Das ist der Point. Point Pier. 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 Hier haben wir eine Schweizer Kuh. Wir sehen, die Glocke geht. Müssen wir probieren. Geht. Auch hier erkennt man, dass man in Frankreich isst. Baguettes. Ne? Dann kostet das Ding 8 Euro. Hoffentlich wird Thomas die richtige harte Wurst rausfinden. Schauen wir, was du hier essen kannst. Hier. Alle verschiedenen Sorten. Lecker. Das ist alles die gleiche? Nee. Die ist nicht nieder. Der Wochenmarkt findet ganzjährig jeweils am Dienstag, Freitag und Sonntag von 7 bis 13 Uhr statt und ist ein Paradies für alle, die sich mit lokalen Köstlichkeiten, insbesondere mit Käse, eindecken möchten. Hier sind sie her auf dem Markt. Die schönen Blumen. Nach dem Essen kannst du den Garten gestalten. Und hier das frische Gemüse. Und das ist ja ein Riesenmarkt hier. Da geht ja die ganze Straße vor. Hier vor. Hier war alles Markt. Hier geht der Spargel los. 9,90 Euro. Zweimal, also ein Kilo für 10 Euro frische Erdbeer. Da kaufst du natürlich ohne Stand mit hier, bei der Kulisse. Ne? Apfelsin aus Marokko. Der Klein hat auch was gefunden. Ja, hat was gefunden hier. Super, ja. Genial. Ja, hat geschmeckt. Gut, ne? Wir haben jetzt oben den Markt verlassen und sind jetzt nach unten gegangen zum Fluss. Und jetzt sind wir auf der Suche nach etwas, wo wir essen können. Ja, warte mal. So, jetzt haben wir hier das schöne Wehr. Genau, also das haben sie so schön gemacht, ja. Und die Beet ist auf der Suche nach Essen. Das ist einheimischer Wein von hier. Machen wir eine Verkostung. Schmeckt der? Schmeckt gut. Schmeckt gut. Säuerlicher als der von gestern. Auf was wartest denn du? Auf meinen Fisch. Ja, es ist ein bisschen sehr kalt draußen, aber sonst im Großen und Ganzen ist alles okay. Und hier hast du heute Fisch, Herr Beet. Fisch, Kartoffeln, Möhren. Und ich habe ein Gericht aus der Gegend hier. Mal sehen, wie es schmeckt. Den Wein dazu. Eigentlich ganz gut. Hier kommen keine Spatzen. Hier kommen Enten. Die wollen was zu fressen haben. Danke, bitte. Ich habe noch nie erlebt, dass zum Essen Enten kommen. Ne? Sperlinge habe ich. Die müssen aufpassen, die Enten, dass sie nicht selber gegessen werden. Stimmt, dass sie nicht in die Pfanne reinlanden. Ja. Jetzt haben wir hier in diesem kleinen Restaurant da gegessen. Also haben festgestellt, dass die Preise in Frankreich ziemlich teuer sind. Also heute haben wir 62 Euro bezahlt. Ja. Und das ist eine ganz kleine Küche. Ja, das ist ein Löcher. Toilette hast du hier. Kleine Toilette, okay. Und das ist die Küche hier.
In der kleinen Küche machen die das Essen, aber war sehr gut gewesen. Essen war sehr gut. Dann gehe ich wieder raus. Ah, beten wir können los, ich habe bezahlt. Die Ateliergalerie. Jetzt sind wir hier beim Atelier gelandet. Jetzt habe ich mal gesehen, wie ein Maler so richtig malt. Schaut mir die herrlichen Bilder an hier. Ja, herrlich, ja. Und hier hinten hat er seinen Farbfluss. Gutes Mal. Das ist ja kühl, hä? Und das ist das Gemälde, hat er gemalt hier. Das sieht doch schön aus. Jetzt ist der Markt vorbei. Dann wird alles bereinigt. Die Ufer des Lake der Anarsee sind seit mindestens 3100 v. Chr. Besiedelt. 50 v. Chr. Wurde an der Stelle der Stadt eine römische Siedlung gegründet, die den Namen Baudas trug. Wir haben jetzt die erste Stadttour verlassen und gehen jetzt hier hoch. La Visite à Daun Chadeau, was auch immer das heißt. Aufgang jetzt hier hoch. Sehen, was uns da erwartet. Guck mal, diese wunderschöne Frühlingswand hier. He? Unten die Steingartenblumen. Oben versieht hier. Ja, diese kleine schmale Gasse hochgelaufen. Hinter mir die Burg. Ja, mal über den Dächern. Und was mir besonders gefallen hat, dieser Holzstrang hier oben, das Efeu, der kommt von hier oben. Ich zeige euch, dass er wieder hingeht. Er geht hier rum, geht in das Haus rum und bis dann auf, bis dahin. Die ganze Fassade von dem Haus ist von den Strang. Die Gasse gefällt mir auch hier, mit der Lampe hier oben. Ne? Hier vorne, ich glaube mal, ist das schön hier. Zubereitet haben. Ja, wenn du die Häuser siehst, alles Mittelalterbau. Hä? Wahnsinn, schief, das steht immer noch. Hat zwar einen kleinen Riss gekriegt. Das Bein steigt jetzt ab. Oh, hält sich fest. Oh, hier ist glatt. Ist nass. Machen wir mal die kleine Kasse durch. Da kommst du bestimmt vorne auf der Hauptstraße, ne? Stimmt. Wo wir vor uns lang gelaufen sind. Da sind wir wieder hier. Würde rechts gehen, ne? Und jetzt mal links. Der Platz gefällt mir auch sehr gut hier drüben. Ein schöner Raucherplatz, direkt am Wasser, gegenüber von allen hier Touristen. Ja. Jetzt schauen wir uns mal die Kirche von innen an. Die Kirche, ehemaliges Heiligtum des 1610 gegründeten ersten Klosters des Ordens Maria Heimsuchung, wurde ab 1642 im Barockstil erbaut. In der Französischen Revolution wurde die Kirche in eine Fabrik umgewandelt. Seit 1923 wird sie wieder für Gottesdienste genutzt und 2003 restauriert. Da hinten ist er, die Orgel, die Orgel. Jetzt ist sie zwischen uns. Ich sehe die Orgel. Ja, ja, da oben. Komm her, guck mal, was da steht. Das kannst du ein Foto machen. Jo. Das ist ein kleiner Kanal. Geht vorne dann in den großen Rhein. Ist wirklich ein bisschen wie Venedig hier. Auch hier hat man sie, die Bewegungslosen. Hier Straßenkünstler. Kaffee trinken. Ja, auch wieder an den Kanal.
Da fällt eins auf. Immer wenn ich das Handy habe und filme, tut der Beet fotografiert. Ich glaube, ich bin der Erste. Nee, sind wir hier in Creperia. Wir sehen, wie das schmeckt, Krebs. So, jetzt ist der Krebs gekommen hier. Sieht eigentlich gut aus. Mal sehen, wie er schmeckt. Bitte mal. Machen wir eine Verkostung. Und Kaffee dazu. Also maximalen Genuss bei diesen schönen Aussichten, bei diesem schönen Wetter. Die Sonne scheint, jetzt ist alles wieder gut. Heute beim Essen war es ein bisschen kalt gewesen vor uns beim Mittagessen. Da drüben haben wir jetzt Kaffee getrunken im Restaurant Quan Nummer 10. Aber war ganz gut, ne? Weil das Wetter jetzt auch mitspielt. Jetzt sind wir wieder an den Kanal, ne? So, wir beenden jetzt unseren Rundgang. Hier, wo wir gestartet haben. Ja, wenn du die Stadt hinter dir lässt und den Hafen wieder hier hast, dann sieht man auf der anderen Seite hinten die schneebedeckten Berge noch oben. Hier kannst du herrlich wandern. Spazieren gehen hier. Bergsteigen, wandern, Urlaub machen, schwimmen. Herrlich. Das ist ja noch schöner als der Gardasee, hä? So, hier haben wir Grauwasserentleerung. Wasser kannst du holen. Hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Autos stehen hier. Kleiner Platz. Also herzlich willkommen zu unserem Abendspaziergang hier am See. Es ist sehr kalt. Ich denke, es werden diese Nacht wieder Frostgrade. Und ein ganz schöner Wellengang, da ist ja ein ganz schöner Wind, ne? Und hier hinten siehst du die Berge oben im Schnee. Und hier ist Vollmond fast. Hier ist Vollmond. Zack. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.